Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Senf Deutsche Rundfunk. Heute beim Japan-Tag in Düsseldorf. Und wir spielen ein Japan-Quiz mit Japan-Verrückten und gucken mal, was die eigentlich so über Japan wissen. Frage 1. Wir fangen einfach an. Was symbolisiert der rote Kreis in der Mitte der japanischen... Die aufgehende Sonne. Was symbolisiert der rote Kreis in der Mitte der japanischen Flagge? Die aufgehende Sonne. Der hinten ist es. Gib mal einen Tipp. Ja. Das ist wegen dem Sonnenaufgang. Lass mich nicht lügen. War das nicht mal sogar die Sonne eigentlich? Es ist die Sonne, richtig. Was bedeutet denn der rote Kreis in der Flagge? Der Sonnenaufgang? So in etwas. Lass mal gelten. Es ist die Sonne. Es ist die Sonne, tatsächlich. Das ist richtig, das ist richtig. Wann wurde die heutige japanische Flagge als Nationalflagge angenommen? Ich würde mal schätzen... Irgendwas um 54 rum, 1954. Also wir haben eine kleine Auswahl. Raten ist immer doof, ich rate trotzdem. 1899, 1868, 1945 oder 1904? 1904. Ich schließe mich an. Ist das länger her? Das ist länger her. Ja. 1904. Ah, es war 1868. Ist falsch, es ist 1868 tatsächlich. Für 1899. 1899 meinst du? Und was sagst du? Was waren nochmal die Antwortmöglichkeiten? Die zweite Antwort 1868. Richtig. Boah, die weiß ja wirklich was, ne? Aber das sind die Geishas halt. Ich nehme das erste. Auch 1899. Ja, ist knapp daneben. Es ist 1868. Das ist richtig. Leider nicht richtig. Und wie heißt die japanische Kunst des Blumenstecken? Origami? Das ist Papierverhalten, das wäre zu einfach gewesen. Ne? Wir wollen ja das Blumenstecken. Das musst du als Geisha wissen. Japanische Kunst des Blumensteckens. Das ist nicht Origami, das ist Papierverhalten. Ich weiß, aber Blumenstecken. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bestimmt schon mal gehört. Habt ihr auch schon mal gehört, wenn ich das sage, kommt... Bestimmt. Ich weiß. Ikebana. Ja. Ja. Ja, klar. Ja, natürlich, das hat man schon mal gehört. Ja. Kennst du die vier Hauptinseln Japans? Hokkaido kenne ich schon mal. Oh, das ist schon mal eins. Ja, der Rest... Der Rest ist auch ein bisschen schwieriger. Honshu ist die größte. Okay. Und dann kommt Hokkaido. Dann kommt Kyushu. Und dann kommt Shikoku. Ist auch schwer, muss man nicht wissen. Wie viele Einwohner hat Japan denn? Das ist einfach. Zwei. Zwei? Das ist ein bisschen mehr. Oh. Weniger als wir? Mehr? Nein. Ist mehr. Mehr. 500 Millionen? Nee, das wär schon sehr viel. Wie viel? So, keine Ahnung. Gibt's Antwortmöglichkeiten? Aber natürlich. Man muss doch fragen. Entweder sind es ca. 63 Millionen. Kann ja schon nicht sein, ne? 82 kann auch nicht sein. 101 oder 127? 127. Das ist richtig. Krass. 82 Millionen? Nee, das ist ungefähr Deutschland. Das war's, was weniger war. Weniger? Ja, das ist das Größte. 127 Millionen? Ja, passt doch bestimmt. Das ist richtig. Ja. Tada. Okay, wie heißt der bedeutendste Berg Japans? Das weißt du aber so. Oh, warte. Nein, das weiß ich sogar nicht. Ich gebe mal ein paar Antwortmöglichkeiten. Yokohama, Okinawa, Nintendo oder Fujiyama? Die Leute stehen im Bild, das ist egal. Ich stehe einfach in so. Fujiyama? Richtig. Es ist der Fuji. Yama heißt Berg. So einfach sind die Japaner. Yokohama ist aber auch eine Stadt. Also ich weiß, richtig. Ja, okay. Das war die Finte. Ach so. Welcher ist es denn? Fuji?
Fujiyama? Ja. Yama, das japanische Wort für Berg, könnte stimmen. Ja. Sag mal ja. Ja. Richtig. Läuft ja ganz gut. Wie heißt der bedeutendste Berg Japans? Fuji. Boah. Krass. Ja, das weiß ich. Aber mit Pokémon kennt ihr euch auch richtig gut aus, oder? Wie wär's mit einer Anime-Frage? Kommt ihr da besser mit klar? Ja, ich denke schon. Sowas wie Pokémon? Ja. Kennt ihr euch bei Pokémon aus? Ja. Was heißt denn Pokémon? Oh, Pokémon. Kennt sich sehr gut aus. Denn im Grunde eigentlich Taschenmonster. Jetzt, wenn du es noch aufs Englisch sagen könntest, hast du die Antwort. Kennt ihr euch vielleicht besser mit Anime aus? Das wäre doch durchaus sowas wie Pokémon zum Beispiel. Ja, das sehr gut. Okay, wofür steht Pokémon denn? Pocket Monster? Hey, richtig. Ja, für die netten kleinen Tierchen in Pocket Monster. Oh, okay, das ist. Es ist eine Abkürzung. Nein, das weiß ich. Das ist eine Abkürzung. Auswahlmöglichkeiten? Nein. Fuck. Das ist viel zu einfach. Keine Ahnung. Tiere? So in etwa, ja. Oh, ey, was? Poke? Was könnte das bedeuten? Keine Ahnung. Wo steckt man die sich hin, nachdem die in ihrem Ball sind? An die Tasche. Ich hab's schon hinten den Joker gehört. Pocket Monsters heißt es. Taschentiere. Mon? Keine Ahnung. Könnte Monster bedeuten? Pocket Monsters heißt es. Pocket Monsters. Pocket. Richtig. Ja. Pocket Monsters. Gab's aber so ein paar Lizenzprobleme, deswegen musste man das Pokémon nennen hier. Aber die Japaner kürzen auch sau gerne ab. So Brad Pitt hat auch eine ganz eigene Abkürzung. Der wird gar nicht Brad Pitt genannt. Wie nennt man die pornografische Form des Manga? Hentai. Die Frage gar nicht zu Ende. Fragen. Wie nennt man die pornografische Form des Manga und Anime, die übersetzt so viel wie pervers bedeutet? Hentai, Echi. Hentai ist richtig. Nochmal bitte für die Kamera. Hentai. Das ist richtig. Das kann auch jeder beantworten. Das ist jetzt deine Antwort. Nein, das weiß ich auch nicht. Also. Hentai. Hentai. Das ist richtig. Weißt du das nicht? Perverse Sau, ey. Habt ihr was zu trinken dabei? Nur O-Saft. Kann man damit gurgeln? Weiß ja. Ja. Denn ihr macht jetzt Melodien raten. Eine von euch summt gurgelt eine Melodie und die andere muss es erraten. Ist das nicht toll? Ja. Habt ihr was zu trinken dabei? Nee, leider nicht. Habt ihr was zu trinken dabei? Nein. Nein. Das heißt, das Gurgelspiel scheidet leider aus. Ihr hättet Melodien ergurgeln müssen. Ja. Fünf suchst du dir aus und die musst du alle erraten. Aber gurgeln ist doof. Du schaffst das. Ich verstehe mal. Googeln. Also habe ich geschluckt. Jetzt hat sie geschluckt. Ist nicht das Verkehrteste. Nimm nicht zu viel, sonst ist es schwer. One Punch Man. Okay. Ja, war aber nicht dabei. Du musst auch schon aufs Blatt. Glaub, oh, wir lassen das gelten. Oh, sorry, warte mal. Ich hab schon wieder geschaut. Ich kann das nicht. Ja, komm, das Was war das? Attack on Titan. Wow, das ging schnell. Ganz bekannt, Milliarden Folgen von Dragon Ball dann vielleicht? Ja, nee. Noch ein bisschen platter von der Story her. Davon gibt es mehrere, das ist gemein. Von den verschiedenen. Ja, ist egal, sie muss ja nur erraten, die Serie. Okay. Wir suchen ja nur die Serie. Sag einfach mal alles durch. Ja, mach ich. Merchandise. Die Sendung ist nur Merchandise. Ach so, Pokémon. Richtig! Ja. 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 Was war das? Ja. Vampir hier. Wolken hinterher. Einer Legende. Zwei haben wir schon.
Ich kenne die, aber ich muss sogar nur über den Dings nachdenken. Oh Mann, das ist irgendwie so schwierig gerade. Das ist alles einfach, aber warte mal. Sag das erste Mal. Drei brauchen wir noch. Lecker! Das haben wir hoffentlich drauf, oder? Na gut, ich hab's erraten. Richtig. Das haben wir gut gemacht. Mit so viel Einsatz kann man das auch durchgehen lassen. Ja! Das ist Dragon Ball dann. Ja. Richtig! Ihr habt alle drei erraten, das ist wunderschön. Wir hätten noch ein Spiel. Erstmal sagen, was das wäre, dann überlegen wir es uns. Das wäre Tischtennisball in den Mund und ein paar beliebte Cosplays erraten. Jemand sagt die und der andere muss erraten. Aber wenn das der eine sagt, dann weiß es der andere automatisch schon. Derjenige, der es sagt, kriegt den Ball in den Mund. Ach so. Sagt dann wo, 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 und der andere muss sagen, was? Ja, okay, das machen wir auch noch mit. Und zwar darf er sich fünf aussuchen. Fünf darf er sich aussuchen und du musst im besten Fall diese fünf erraten. Jetzt trommeln die aber ganz schön wild hier, die Trommler-Leute. Kakashi. Kakashi. Richtig. Nein, nein, das muss schon in der Mitte sein. Komm, komm, das muss schon richtig sein. Prinzessin Peach. Das ist richtig. Muss ich nur sagen, ne? Richtig, aber der Ball muss mitten im Mund sein. Michi. Nächstes war Misty. Misty, achso. Tee ist schwer. Prinzessin Peach. Richtig. Chang-Li. Chang-Li? Ja. Assassin. Ich sag Namen, das weißt du, ne? Namen. Ich sag kein Assassin, ist kein Name. Okay. Oh, das ist ja auch nicht Beef, Freunde. Aruka. Aruka? Aruka. Aruka. Asuka? Asuka, ja. Richtig. Misty. Misty? Das ist richtig. Nimmst aber auch die einfachen, ne? Hinaka. Was? Hinaka. Das war aber einfach. Iruka! Misty! Misty! Auch richtig? Rang, ne? Ja, das waren schon drei. Mach nur hier mal Liebe! Das ist nicht erlaubt, sorry. Aua! Harley Quinn? Harley Quinn? Ja, einen noch. Kakashi! Katashi, Katashi, Katachi. Kakashi. Kakashi. Kakashi war richtig. Prinzessin Leila. Prinzessin Leila. Ah, das war leider falsch. Supergirl. Supergirl. Richtig. Schwester. Nochmal bitte. Little Sister. Ja. Hinata. Hinata? Hinata. Hinata. Wow. Das ist Wahnsinn. Den darfst du behalten oder ausgucken, wie du möchtest. Hinata. Hinata. Richtig. Das sind 4 von 5 gewesen. Den Ball darfst du übrigens behalten. Das packe ich doch nicht mehr an. Karune. Und Yannick. Bei unserem Quiz.
Das war der Senfdeutsche Rundfunk vom Japantag 2016 in Düsseldorf. Und wir haben ein schönes kleines Japan-Quiz mit den Japan-Verrückten gespielt und gezeigt, dass sie ja auch ein bisschen was über Japan wussten. Und damit verabschiede ich mich von euch hier vom Rheinufer. Und das Wetter ist herrlich. Und ich gucke mir jetzt noch ein paar Leute an und ein bisschen die Stimmung hier. Und heute Abend ist auch noch Feuerwerk. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Senfen!